Hallo zusammen, hier ist Johann Eppenburg-Meyer und das Spirituelle Heute-Journal und an meiner Seite Professor Eckhard Kruse und unserem Kai Mügge, frisch zurück aus der Insel, oder von Ibiza. Ihr habt ja hier eine Session gehabt, Seance, und genau um das geht es heute, um Seancen. Und es geht darum, sind diese Phänomene real, kann man diese Phänomene messen? Was passiert in diesen Seancenräumen? Und ihr habt ja hier in den letzten Monaten unglaubliche Experimente gemacht, um die wir mal heute sprechen. Herzlich willkommen auch an die Zuseher. Hallo. Hallo. Eckhard, fangen wir mit dir an, denn du bist ja hier der Mann, der alles weiß, was Wissenschaft betrifft. Und sich die tollsten Experimente ausdenkt für Dinge, die man eigentlich gar nicht wiegen und messen kann und sich sehr sensibel sind, was diese Dinge betreffen. Vor allem eben das Thema der Spirits, der Phänomene in Seancenräumen. Was habt ihr denn gemacht? Ja, erstmal muss ich schmunzeln, wenn du sagst, der alles weiß, weil je mehr man da in diese Seance-Phänomene eintaucht, desto mehr kriegt man es unter die Nase gerieben, dass wir echt überhaupt nichts wissen. Das ist ja gerade auch die Unverschämtheit eigentlich. Ja, von Kai muss man sagen, dass der solche Seancen macht. Wir machen diese Experimente ja schon jetzt seit 2 Jahren, haben wir ungefähr angefangen, immer mal wieder in den Seancen von Kai. Wir haben mit Tischphänomenen angefangen. Und insofern ist das jetzt auch gleich der Werbeblock für unser Video, was wir da produziert haben, was jetzt bei Grenzwissenschaften im April erschienen ist, wo wir tatsächlich dann in einem 20-minütigen Video zeigen, was wir da gemacht haben und auch dann Originalaufnahmen, Infrarotaufnahmen von Tischlevitationen und so weiter bringen. Das ist ein Teil einer Serie. Wir haben auch weitere Experimente gemacht, die jetzt die Kabinettsseancen betreffen, wo dann auch andere Phänomene auftauchen. Zweite Teil ist in Arbeit. Also wir haben da so erstmal vorweggeschickt, wirklich viele Seancen gemacht, viele Experimente gemacht, unterschiedliche Sensoren und tolle Fotos gemacht. Und ja, mal gucken, vielleicht mache ja neue Doku heute hier. Ich mache ja auch heuer noch eine neue Doku zum Thema Wunder und erweiterte Phänomene etc. Ich denke, vielleicht können wir da auch was von euch damit reinpacken in diese Doku. Genau, der Nepo ist der Meister im Werbeblock. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kai, wie geht's dir denn so? Du bist ja hier, wir sind schon fast wie ein spiritueller Marathonläufer, was diese Seancen betrifft. Du, das geht schon auch ein bisschen auf die Gesundheit und auf die Stabilität. Oder sagst du, nee, ich muss das da machen, weil meine Spirits hier sagen, Kai, mach hier mal die Phänomene und bitte, die werden ja alle immer extremer irgendwie, ne? Nee, also ich glaube, übertreiben tue ich es da nicht. Ich mache das ganz gemäß meiner Energie und so haben wir die Seancen auch angesetzt. Und wenn die Energie verbraucht ist, dann zeigt sich das sowieso so im allgemeinen Geschehen und dann hat sich's erledigt. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz angemessen, was die Mengen an Seancen angeht. Wobei es natürlich energetisch gerade bei den Experimentalseancen schon eine Herausforderung ist, weil wir da auch mit wenig Sitzern dann unterwegs sind, um natürlich das irgendwie auch im überschaubaren Rahmen zu halten. Und das ist schon anstrengend für alle Beteiligten. Und der Kai kommt manchmal dann schon ganz schön aus dem Kabinett rausgeschlurft. Ja, genau. Ja, also für alle Beteiligten. Wir hängen da alle energetisch drin. Und es gibt so eine Katalysatorfunktion fürs Medium, dass der da vielleicht, und der muss da vielleicht auch ein bisschen so ausbalancieren, wenn es da auf Sitzerseite energetische, wenn da schon Energien verbraucht sind. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, und zwar den umgedrehten, wenn man also zu wenig Seancen gibt, dass es dann einen ganz starken Drang und wie eine innere Nervosität gibt, die dich drängt, dann letztendlich wieder den Seance-Raum zu betreten und in diese Ablasssituation hineinzugehen, wo diese Energie sich dann wieder ablässt. Aber wir sprechen heute darum, weil Kai, du hast ja immer wieder in der Vergangenheit, wenn jetzt einmal Dr. Stephen Browning oder ein paar andere
hier immer wieder Schwierigkeiten gehabt, diese Phänomene, sage ich mal so, als glaubhaft sag ich mal, rüber zu transportieren. Ich wurde hier vorgeworfen, du wirst hier faken, du wirst hier schmuggeln und schmuggeln, was natürlich hier den Professor Edgar Kruse natürlich auf den Plan gerufen hat, gesagt, okay, das sehen wir mal ein bisschen genauer an, ob hier wirklich, sage ich mal, diese Phänomene möglich sind oder ob hier gemuggelt wird. Und genau um das geht es ja in diesen Experimenten, aufzuzeigen, dass eben hier ja möglichst, sage ich mal, alle Dinge vermieden werden, wo man sagt, okay, wenn der Tisch levitiert, dass man sagt, jemand gibt den irgendwo auf oder ist irgendwo festgeklebt an den Fingern etc. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen, Eckhard, was hier alles an Vorrichtungen passiert, wenn man mal zum Beispiel nur diesen levitierenden Tisch nimmt. Ja, vielleicht vorweggeschickt, ne? Wir wollen insgesamt die Phänomene besser verstehen. Mein Fokus ist jetzt nicht, den letzten Kritiker zu überzeugen, dass es das gibt, weil das ist nicht auch, das sieht man, je mehr man da eintaucht, selten eine Frage von reinen Argumenten. Ja, oder ist nicht zielführend, ja. Ne, sondern, also da den Schauplatz mache ich nicht auf, aber ich möchte natürlich gerne verstehen, was da passiert. Und selbstverständlich gehört es dazu, natürlich auch die Phänomene irgendwie so weit es irgendwie geht, greifbar zu machen und natürlich klassische Betrugsvorwürfe da auch irgendwie, ja, erstmal auszuschließen, soweit das geht. Was den Tisch betrifft, war so auch so ein schrittweises Herangehen, was bei den Phänomenen auch ja eigentlich typisch in der Parapsychologie ist, dass man eben nicht gleich Licht anschalten und mit allen Kameras ranrücken kann, sondern sich da behutsam annähern muss. Und in dem Moment, so unsere Erfahrung, und Kai kennt diese Erfahrung ja schon länger, in dem Moment, wo man irgendwie die Phänomene so schrittweise an die Messgeräte gewöhnt, scheinen dann auch nach meiner Erfahrung dann die Phänomene schrittweit mehr den Messungen zugänglich zu werden. Das heißt, wir begannen tatsächlich relativ defensiv, ohne Infrarotkamera beispielsweise, die kam erst später dazu, die sind natürlich so die Königsdisziplin, dass man im Dunkeln mit Infrarotlicht dann tatsächlich auch Aufnahmen auf Video oder Fotoapparat machen kann. Aber die erste Idee war da erstmal behutsam ranzugehen und ich denke, was auch sozusagen neu in diesem Tischthema war, ist, dass ich überhaupt erstmal die Schwebehöhe des Tisches gemessen habe, indem ich Ultraschallsensoren unten an den Füßen angebracht habe, an allen vier Füßen. Und dann kann man natürlich dann mit einer recht guten millimetergenauen Auflösung und vielen Abtastungen pro Sekunde diese Bewegung des Tisches einfach mal erfassen. Und, das wird ein Skeptiker natürlich noch nicht überzeugen, aber je mehr Daten wir gewinnen, desto deutlicher kriegen wir natürlich das Phänomen in den Griff. Und wenn jetzt Skeptiker sagen, das ist so und so betrogen, müssen die sich natürlich auch an diesen Daten messen lassen, indem sie ihre eigenen Betrugstheorien sozusagen präsentieren. Okay. In dem Zuge, wo wir dann halt auch Infrarotaufnahmen beispielsweise gemacht haben, wo man eben auch unter den Tisch schaut, ne, wo dann eben auch gängige Thesen, dass irgendwie mit dem Fuß das Tischbein hochgewuppt wird oder so, dann auch nicht mehr tragfähig sind, wird es natürlich auch aus der Perspektive für uns interessant. Das ist sozusagen auch der Raum für Skeptiker-Theorien, Betrugstheorien, da deutlich eingeengt wird. Ja, außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Experimente und genau das ist ja gerade dieses Problem bei diesen Phänomenen, die sind elusiv, also flüchtig, das heißt, sie lassen sich nicht, sage ich mal, mit unserem Standardwissenschaft, sage ich mal, ganz leicht einfangen, sondern wie schon gesagt, das ist wie irgendwie was Lebendiges, das man erst daran gewöhnen muss. Dann muss man erst die Phänomene domestizieren, damit sie sich an Edgar Kruse und seine Geräte hier gewöhnt haben. In der Tat, ja. Ja, das ist kein. Was ist denn die Schwierigkeit? Was sagen denn die Spirits eigentlich dazu? Die möchten ja auf der einen Seite auch, dass, hier Menschen daran Hoffnung schöpfen, dass es nach dem Tod weitergeht und dass hier das Bewusstsein die Basis bildet von unserem Sein und nicht die Materie. Und sagen die auch irgendwas zu diesen Experimenten? Geben die euch Tipps oder wie läuft das ab? Ja, also erstmal wollte ich noch mal kurz klarstellen, dass ja nicht wir hier jetzt die Einzigen sind, die ungewöhnliche Behauptungen aufstellen, sondern das Auftreten dieser übernatürlichen Kräfte ist ja eine Geschichte, die funktioniert seit Anbeginn der Menschheit, ist der Mensch konfrontiert mit diesen Erscheinungen, und wir stehen nur in dieser Tradition. Ne? Also wir haben da einen Hinterbau von Jahrtausenden Jahren von Erfahrungen, die Menschen gemacht und gesammelt haben. Ja, und aber Kai, da muss ich kurz dazwischen halten. Das Problem ist ja, die Zeit der Aufklärung der letzten
300 Jahre, wo die Wissenschaft versucht hat, alle diese Phänomene um den Donnergott und keine Ahnung und den Naturgeist hier rauszumitteln und zu sagen, nee, das waren alles nur Missinterpretationen von einer nie verstandenen Realität. Aber es sind ja eben Phänomene übrig geblieben, die sich eben nicht rausmitteln lassen. So ist es. Und deshalb sitzen wir ja auch hier. Und deshalb machen wir ja auch alle unsere Arbeit, weil die Welt halt eben nicht so reduktionistisch ist, wie sie die Wissenschaft einst betrachten und beschreiben wollte, sondern halt eben viel, viel komplexer. Und mit dieser Komplexität wird man halt eben im Seance-Raum 1:1 konfrontiert. Im Grunde genommen stehen wir hier einem Abbild dieses Kernmysteriums des Lebens an sich gegenüber, mit all seinen Komplexitäten, mit all den Dingen, die noch nicht verstanden sind, ist das fast ein kleines Abbild der großen existenziellen Fragen, vor denen wir Menschen stehen. Ich würde da noch ergänzen, ich meine, was jetzt sozusagen die Unvollständigkeit des reduktionistischen Weltbilds angeht, da kann man natürlich auch andere, da braucht man keine schwebenden Tische, ne? Fragen des Bewusstseins beispielsweise, ne? Oder alles, schon beim Leben fängt es an, dass die Biologie keine Definition für Leben hat, ne? Also wir haben da natürlich andere Bereiche, nur da bügelt halt der Materialismus typischerweise so drüber, dass eben dann Bewusstsein halt so als Epiphänomen, ne, von irgendwelchen Gehirnströmen dann deklariert wird, aber nicht wirklich was erklärt wird, muss man ja auch sagen, ne? Man kann nach wie vor Bewusstsein nicht erklären. Das Fiese, sage ich mal, bei der physikalischen Medialität ist halt, dass wir nicht nur mit, wie bei anderer Medialität, mit Bewusstseinsphänomenen zu tun haben, sondern dass da tatsächlich eben direkt anscheinend in die Physik eingegriffen wird. Und das ist dann eben doch nochmal eine heftige Herausforderung. Sonst kann man sich immer noch so drauf rausreden, das sind irgendwie geistige Phänomene, das weiß man eh nicht so genau. Und jetzt schwebt da halt so ein Ding durch die Gegend und wir haben aber irgendwelche newtonschen Gesetze, die auch echt gut funktionieren, ne? Und die Physik ist ja echt, die funktioniert ja erstaunlich gut und das ist von daher schon eine ziemliche Unverschämtheit. Ja, aber ihr habt ja die Experimente ausgeweitet. Es ist nicht nur, dass jetzt diese Sensoren erweitert wurden, dass die Tische, sage ich mal, nachgewiesen wird mit Infrarot, dass man sieht, hier hält keiner den Tisch fest und der fängt an zu levitieren, auch für ein paar Sekunden, dann fällt er wieder runter, sondern ihr habt ja auch andere Dinge hier mittlerweile aufgenommen. Genau, Kai, bist du oder mir ist egal. Also. Ja, also der Tisch ist ja einer dieser niedrigschwelligen Zugänge und er gehört halt eben auch historisch zu dieser Konfrontation des Menschen der westlichen Hemisphäre mit diesen Phänomenen, als diese Bewegung mit dem Entstehen der Parapsychologie letztendlich begannen. Aber dann hat sich das von den kleinen Gruppensitzungen um die Tische herum weiterentwickelt zu diesen klassischen Mediumschaften. Und genau so, diese Entwicklung, die zeichnen wir sozusagen nach und zeigen, wohin es geht, nachdem man also gruppenexperimentell und gruppenmedial am Tisch gesessen hat, geht es dann oder zeigen wir auf, wie was in so einer persönlichen medialen Entwicklung stecken kann. Und das Schöne und Spannende an der physikalischen Medialität ist, dass das, was das Spirituelle oder die Spiritualität, was viele von uns so viele Jahre lang fasziniert hat, was aber immer halt eben nur in diesem Bereich einer Idee, eines Gedankens sich abgespielt hat, das hebt sich jetzt auf eine neue Ebene des Erlebens. Und das ist das, was so faszinierend ist an dieser Form der Medialität. Und vielleicht dazu ergänzen, es gibt einfach beim Kai oder generell bei physikalischen Medien so typische Phänomene. Ne? Und das eine ist eben, dass sich halt irgendwie Gegenstände im Dunkeln bewegen, nicht nur an dieser Tisch, wo dann die Hände aufliegen, sondern auch dann irgendwelche kleineren Gegenstände, ein Tamburin oder so, die sich anscheinend völlig frei im Raum bewegen. Und das sind natürlich Dinge, die auch attraktiv sind, irgendwie zu vermessen. Und ein zentraler Ansatz bei den Kabinettsseancen war bei mir dann auch mal auf der Suche nach neuen Ideen, viel mit Infrarot zu arbeiten. Ein Beispiel ist, dass an dem Tamburin oder auch anderen Gegenständen, die da irgendwie bewegt werden, Infrarotleuchtdioden anzubringen, die ich dann mit einer Infrarot-Videokamera filmen kann, daraus dann 3D-mäßig die Position im Raum berechnen kann. Und hast du da ein Bild für uns, Eckart? Du hast bestimmt mal Stillbild oder so. Ich habe mir erstmal so ein Bild vielleicht für das generelle Setup, da muss ich mal gucken.
Das war mal sehen, was ich, jetzt habe ich es gerade für den Tisch, hätte ich jetzt hier erstmal ein Bild. Okay, ich habe den Bildschirm schon mal so ein bisschen, wie auch so der Aufbau und was da im Raum so passiert. Und dann gucke ich mal, jetzt muss ich mal schauen mit dem Teilen, musst du mich da irgendwie ermächtigen, dass ich da was tun kann? Ich hätte dir eigentlich schon freigegeben, genau. Das ist immer das, diese moderne Computertechnik ist für mich als Informatiker äußerst äußerst dubios. sag mal gerade, wo kann ich teilen hier? Beim Bildschirm freigeben hier. Ach so, dann genau, ja, alles klar. Und dann hier, nehmen wir mal hier das Tischbild. Sieht man was? Ja, es kommt gleich. Jetzt. Ja, das wäre jetzt erstmal. Ein großes Bild mit dem ganzen Setting. Genau, das wäre jetzt so das Tischsetting. Ne? Man sieht ja auch schon, das ist ja jetzt so eine 3D-Computergrafik. Also der ganze Raum, den habe ich 3D-mäßig modelliert, um hinterher auch dann Positionen rein zu berechnen. Das ist alles kalibriert, also hochwissenschaftlich. Wir sehen auf dem Tisch zum Beispiel auch diese weißen Marker, um den Tisch, die Position auch wieder zu lokalisieren. Man kann eben, wenn man je nach Setup mindestens 4 Punkte im Raum hat, ne, dann so die Position 3D, also Orientierung und Lage bestimmen. Und das hilft natürlich alles dann auch hier wieder, ne, die Bewegung genau in den Griff zu kriegen. Wir sehen hier, ich weiß nicht, ob man den Mauszeiger sieht, ja. Links oben Videokamera, rechts unten Infrarot-Fotoapparat, der dann unter den Tisch schaut. Gerade beim Tisch ist es ja knifflig, weil dann eben die Sitzer drumherum sitzen, oft eine Verdeckung ist. Da gibt es dann auch so einen kleinen Dialog in unserem Video, wo wir über überflüssige Beine diskutiert haben. Und trotzdem alles zu zeigen. Das ist tatsächlich auch was jetzt bei der Grenzwissenschaft aktuell Veröffentlichung dann auch natürlich prompt diskutiert wurde, dass man da irgendwie ja irgendwas halt immer gerne noch sehen würde. Oder dann ist vielleicht dann mal ein Daumen unter der Tischkante und der wird dann herangezogen, um zu behaupten, mit diesem Daumen würde der ganze Tisch hochgezogen. Also es gibt immer noch Raum für Kontroversen, aber wir versuchen natürlich auch da möglichst schrittweise immer bessere Daten zu liefern. Ja, eine Daumenspitze. Eine Daumenspitze, ich möchte das gerade. Ja, eine Daumenspitze tatsächlich. Ne? Also das ist, aber ich habe da auch, da gab es dann auch einiges hin und her. Ich habe da auch mal eine Replik geschrieben. Ne? Also wenn das interessiert, der kann ein bisschen nachlesen, was da so an Diskussionen läuft. Ne? Ja, vielleicht im Schluss nochmal das Video da verlinken dann. Ja, genau. Ja, das wäre prima, wenn du das einfach einbaust, dann kann man sich da auch eine Meinung bilden. Ich zeige vielleicht mal zu den Kabinett-Seons noch ein Setup-Bild. Da muss ich mal was hier suchen. Dann machen wir mal die Freiwahl wieder weg. Und, schon ist er wieder weg. Und schon ist er okay, wieder weg. Du hast ja meine Frage noch nicht beantwortet, Kai. Was sagen die Spirits dazu? Finden die das toll, dass man hier eben Experimente macht, um den Beweislast zu erhöhen? Ja, teils, teils. Da gibt's Dynamiken, die das ganz stark mit unterstützen. Unser Hauptguide hat scheinbar Verbindungen zu einem ehemals hier auf Erden lebenden Parapsychologen. Der findet das ganz toll, was wir machen. Und andere Spirits finden das nicht so toll. Die möchten eher eine Art heiligen Raum bewahren, einen Mysterienraum bewahren, der nicht ausverkauft werden soll, der nicht, okay, der ganz gezielt nicht ausgeleuchtet werden soll. Aber wir sind ja schon mal angetreten, weil wir einfach diese Möglichkeit hatten. Wir haben nicht so viele physikalische Medien. Und als wir das letzte Mal angetreten sind mit Browdy und über 3 Jahre 15 flawless Seances gegeben haben, also absolut fehlerfreie, mit allen Kontrollen erlaubt und allen Überwachungen erlaubt, dann hat sich das ja trotzdem dann danach in alle möglichen Theorien entwickelt des Betruges. Und deshalb war so ein bisschen noch in meinem Herzen offen, ist es nicht doch möglich, durch das, was in meinen Seancen passiert, der Parapsychologie was zu geben, von Ausverkauf, da so weit möchte ich gar nicht gehen. Es sind ja relativ kurze Eindrücke, die wir da geben. Ja, aber ich glaube, es gehört ganz einfach zur Aufklärung und zur Wissenschaftshistorie und erst recht der Parapsychologie. Wenige Medien sind bereit, das zu tun, weil man eigentlich bis heute nie irgendwie Reputation hat aus der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern hat herausbekommen können. Am Ende ist oder am Ende bleibt dieser immer bestehende, nicht voll aufgeklärte Raum in der Arbeit
ja, Raum für Betrugsvorwürfe am Ende. Und naja, wir versuchen halt hier alles, um diesen Raum möglichst klein zu halten. Ich kann jetzt mal das Bild zeigen. Ja, genau, Eckart. Dann mache ich immer Freigabe. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, man sieht es gut. Das war jetzt so eine typische Kabinettsführung, unser Setup. Und wir sehen schon da, dass wir so ein bisschen weihnachtsbaummäßig da uns Lichterketten angeheftet haben. Ne? Das heißt, das wäre so eine Sache, wie wir halt auch im Dunkeln dann uns kontrollieren wollen. Wir haben später dem Kai auch noch eine Leuchtkrawatte umgehängt, damit wirklich alle Beteiligten im Raum über Infrarotlicht, über Infrarotkameraaufnahmen lokalisierbar sind. Dazu also das heißt, Eckart, das heißt, diese Leuchterketten sind praktisch Positionierungen, damit man sieht, dass die Leute auch auf ihren Plätzen bleiben. Genau, man sieht es hier auch ein bisschen in diesen Einblendungen, was die Kamera dann sieht. Das sieht auch ganz stylisch aus. Dass man sieht, also ich habe unsere Arme damit vor allen Dingen ausgestattet. Das heißt, man sieht alles, was die Arme machen an Armbewegungen. Und beim Kai, beim Medium, wie es halt immer so ist, ne, das ist sozusagen der nächste Schritt. Dem Kai haben wir immerhin schon mal eine Leuchtkrawatte angehängt. Die sieht man jetzt hier nicht drauf. Das heißt, auch die Position des Mediums ist im Dunkeln damit kontrolliert. Das heißt, wir auch hier bringen wir sozusagen schrittweit mehr Kontrolle rein. Standardmäßig gibt es ja eh eine Kontrolle, nämlich hier diese eine Handkontrolle. Ne, genau, die beiden Zeugen dürfen wir ja nicht vergessen, die ja das Medium die ganze Zeit halten. Experimentalparapsychologie war diese Haltekontrolle eigentlich schon immer die zuverlässigste. Zwei Leute sichern ganz einfach das Medium in seinem Stuhl. Da ist eigentlich nicht viel Raum mehr übrig für Betrugsvorwürfe. Genau. Und wir haben halt jetzt den Vorteil, dass wir die Arme auch bei dieser Kontrolle sehen im Dunkeln. Und es gibt ja dann zwischendurch auch noch die Doppelkontrolle. Na, wenn man jetzt noch sagt, naja gut, die Julia, die Frau vom Kai, die hilft da irgendwie mit, aber meine Frau ist auch dabei, die Heike. Nur die macht teilweise dann die Doppelkontrolle. Und das sind dann schöne Szenen, wo sie dann rübergreift. Sie steht dann also vor dem Medium, hält mit der rechten Hand die eine Seite, hält mit der linken Hand die andere Seite von Kai und hält Julia. Und parallel dazu haben wir trotzdem hier Phänomene. Das wäre jetzt wichtig, was für Phänomene wird man dann jetzt im Raum dann sehen? Genau, also ein Beispiel ist jetzt hier dargestellt, dass es gibt so eine Leuchtscheibe, das ist auch so ein klassisches Experiment in Kai-Seancen, wo sich vor einer leuchtenden Scheibe dann Formen abzeichnen, Hände, Handstrukturen. Das haben wir jetzt auch in Richtung Infrarot aufgerüstet, das heißt, dass die Leuchtscheibe, die leuchtet auch in Infrarot, ist damit filmbar. Und da haben wir dann tatsächlich so Phänomene gehabt, dass wir da eben dann ja eine Hand da rüberschweben sehen in der Infrarotaufnahme. Und manche dieser Phänomene eben teilweise bei der Doppelkontrolle. Ne? Das heißt, da sind sowohl Kai als auch Julia kontrolliert. Hier haben wir noch einen weiteren Sitzer, der war aber teilweise auch gar nicht, war nur am Anfang dabei. Das heißt, sonst war eigentlich niemand mehr auch im Raum, der da hätte tricksen können. Das sind schon sehr starke. Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend, wenn dann plötzlich eine Hand auftaucht, sage ich mal, über diese Leuchtscheibe. Von den Leuten, die drin sitzen, kann es keiner sein. Ne? Genau, ja. Das ist schon ganz eindrücklich. Und auch, ne, auch wenn man sagt, da wird irgendwie ein Handschuh geschwenkt oder so, ist halt auch schwierig, wenn der Handschuh sich bewegt, aber Kai und Julia ruhig sind. Ne? Und dann das engt halt schon die Möglichkeiten für Betrugstheorien dann deutlich ein. Ne? Okay. Also da kriegt man schon einen gewissen Eindruck jetzt, was da alles an Aufwand für euch betrieben wird, um zu zeigen, dass die Phänomene tatsächlich auftauchen und oder auftreten. Und gibt es denn auch bei euch das Stimmenphänomen oder sonstige Phänomene, Kai? Nee, die Stimmenphänomene, die gibt es bei uns nicht. Und ich meine, beschrieben worden sind die Phänomene natürlich schon immer, die werden schon beschrieben in den indianischen Geisterzeremonien, das Auftreten von frei operierenden Handformen beispielsweise. Das, was wir hier das erste Mal sehen, sind halt eben visuelle Eindrücke davon, jenseits der Seance und über die vielen Bänder, über die der Eckart die ganzen Sachen aufzeichnet, können wir halt graduell eingreifen, zugreifen, visuell auf die einzelnen Geschehnisse und objektivieren die so auf diese Weise. Diese Handformen, die werden dann ja auch interaktiv bei bestimmten Phänomenen und
Ja, das haben wir. Spürt ihr diese Hände oder berühren euch diese Hände auch? Seht ihr auch diese Hände, die auf diesen Blasscheibe sind, dann später auch tatsächlich in der Seance? Genau, ja. Man sieht die Hände. Es gibt auch Berührungen, die sind natürlich jetzt schwieriger. Also, ne, das ist eher ein subjektives Erleben dann. Das ist jetzt so sensorisch erstmal jetzt bei mir nicht so auf dem Schirm. Ich könnte auch nochmal, jetzt habe ich ja nur diese Computeranimation gezeigt für ein Setup, ich könnte auch nochmal jetzt zum Beispiel ein Originalbild zeigen, wie dann hinterher so eine Infrarotaufnahme aussieht. Dann würde ich die gerade noch teilen. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel jetzt für ein anderes Phänomen, nicht eine Hand, sondern das Taschentuch ist auch so ein legendäres Phänomen beim Kai, wo dann ein Taschentuch, was beleuchtet wird, auch jetzt hier, man sieht das links mit Infrarotleuchtdioden ausgestattet, aber auch mit Leuchtpunkten, dass wir es auch im Dunkeln sehen. Und das wird halt, ja, ich habe es gehalten und dann wird es mir sozusagen aus der Hand genommen von einem, von einer Geisterhand. Okay. Hinten sehen wir hier auch wieder die Kontrolle. Ne, da ist Julia, die die Hände vom Kai hält, da ist Heike, die die Hände vom Kai hält. Wir sehen hier auch noch diese Lichterkette, so ein bisschen Schneemann-mäßig, viele Knöpfchen im Bauch, wo der Kai sitzt. Und wir haben teilweise dann eben auch Aufnahmen, wo die Heike rübergreift. Ne, das heißt, so ein Foto zeigt eigentlich ganz gut, ne, hier sind alle Leute am Platz und es gibt dann ein Video dazu, wo dieses Taschentuch links dann wirklich so durch den Raum wandert, währenddessen alle anderen still sind. Das ist auch schon ganz cool. Ja, das ist natürlich schon spannend. Also da wird es natürlich dann schon schwierig, gell, für ein materialistisches Weltbild. Ja, vor allen Dingen, wir sehen die Hände dann auch en Detail. Ne? Das ist jetzt hier noch ein bisschen verschwommen, weil es in der Bewegung ist und weil die Hand letztendlich in dem Taschentuch da steckt. Wir haben aber die Hände auch en Detail fotografiert. Die sind also unfraglich da im Raume. Ja, und wie Eckhardt mal so schön sagt in einer der Sitzungen, da greift ja wirklich, da greift ja tatsächlich jemand in dieses Taschentuch und greift danach. Ja, ja, ich schaue gerade, ob ich jetzt auch so ein Plug-Foto noch habe. Aber ich würde gerne mal kurz einen Einschub machen, Eckhardt, weil die Seancengeschichte, ich habe hier ein Carlos Mirabelli, das Medium 1889 bis 1951. Und es gab ja schon mal auch Zeiten, wo diese völlig bei völligem Tageslicht Phänomene passiert sind, wo wenn dieser Carlos Mirabelli, man sieht den links hier, in Trance war und ist in der Mitte eben ein Wesen oder wie sagt man da, erschienen ist und da wurden auch viele Experimente gemacht und dann plötzlich ist das Ganze wieder nur irgendwie in die Dunkelheit zurückgekehrt und heute, glaube ich, funktioniert das momentan, glaube ich, bei niemandem mehr bei Tageslicht. Ne? Ja, also die Parapsychologie zählte, glaube ich, zwischen 3 und 5 sogenannten Tageslichtmedien. Das war einmal der Daniel Douglas Hume, das war einer der ersten Medien. Die amerikanische Gesellschaft war unvorbereitet auf diese Phänomene und er schien unabhängig gewesen zu sein von Dunkelsettings. Carlos Mirabelli ist ein weiterer in dieser Aufzählung. Eusapia Palladino wird hier und da genannt. Indridi Indridason, der Isländer, wird hier und da genannt. So, aber die 99,9% anderen Medien, die Dunkelmedien genannt werden, das heißt nicht, dass die nicht auch im Hellen Phänomene produzieren können, aber bei denen ist die Dunkelheit sozusagen, was die Initiation, das Initiieren des Ganzen angeht, eine spezielle, ja, fast bedingungsähnlich möchte man das beschreiben. Also im Dunkeln muss das entwickelt werden und kann dann aber ins Licht getragen werden. Wir hatten also jetzt zum Beispiel Sessions, wo wir sogar mit Weißlicht operiert haben und ektoplasmischen Strukturen. Also da geht schon so einiges. Also es wird jetzt praktisch, es nimmt jetzt zu. Also ihr nähert euch jetzt, sage ich jetzt mal, diesen Tageslichtphänomenen, wenn man so sagen darf. Ja, Tageslicht, Weißlicht. Man muss bedenken, in unseren Seancen ist es eigentlich nie komplett dunkel. Da sind immer irgendwelche Orientierungspunkte mindestens, die leuchten. Die Julia hat ja immer einen leuchtenden Punkt an sich. Ganz viel Rotlicht wird initiiert. Es gibt eine ganze Reihe von Phänomenen. Alle Materialisations- und Apportphänomene passieren mindestens im Rotlicht, in dem guten Rotlicht. Ektoplasma passiert im Rotlicht. Also man sieht, die Dunkelheit haben wir da schon ordentlich zurückgedrängt. Okay.
Also was das Ektoplasma angeht, ich weiß nicht, ich könnte auch eine der Aufnahmen zeigen, die wir jetzt kürzlich da gemacht haben. Da sieht man eigentlich auch schon sehr viel dann auch. Na, ich weiß nicht, wollen wir die zeigen? Oh, gerne, bitte, wenn es geht. Und also was, na, das ist dann halt auch wieder mit empfindlicher Kamera und so weiter und zeigt aber dann auch schon ganz gut. Das war aber eine ganz untypische Situation eigentlich. Stimmt, das muss man dazu sagen. Ne? Ich weiß nicht, sieht man es ja? Ja, sehr gut. Also das, was jetzt im Kai, sage ich mal, aus dem Mund kommt, das ausschaut wie so ein Taschentuch oder weißes Stofftuch, das ist dieses sogenannte Ektoplasma. Ja, das ist also in der durchgehenden Haltekontrolle hat sich das entwickelt und wurde eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, wurde das aus dem Weg geräumt. Manchmal können auch ektoplasmische Strukturen der Ausdruck sein von störenden Potenzialen, die nehmen dann Form an und werden abproduziert und sind dann sozusagen aus dem Wege und die Phänomene können weitergehen. Und so eine Situation hatten wir hier. Ja, es war also für uns überraschend. Ich habe dann eher zufällig eine Fotoserie gemacht und im Dunkeln haben wir dann erst so nach einem Moment erkannt, was der Kai da macht oder was da gerade passiert. Und von daher, ja, eine etwas besondere Situation. Aber dieses Ektoplasma wird ja auch verwendet, oder um sich, ja, sage ich mal, nicht sichtbaren Körpern wieder sich zu zeigen, wie ein Mantel. Ja, also der frühere Name war Spirit Cloth und erst der Nobelpreisträger Charles Richer hat den Begriff Ektoplasma dann integriert in die Parapsychologie. Ich möchte aber trotzdem nochmal, also stimmt, was du sagst, viele dieser Spirits, auch gerade der Hochzeit des Spiritismus, haben sich da drin verhüllt in diesen Massen an stoffähnlichen Materialien. Trotzdem möchte ich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, dass wir hier natürlich fasziniert sind von diesem physikalischen Aspekt der Phänomenik, aber trotzdem ist auch der physikalische Mediumismus Teil einer geistig-spirituellen Bewegung. Und deshalb begegnen wir also auch dauernd Bedeutungen und auch die Phänomene an sich transportieren, das erwähnen die Spirits immer wieder, transportieren in sich schon Botschaften und Bedeutungen an die Menschen heran. Das muss man also immer sagen, weil wenn man diese Bilder sieht und begutachtet und bespricht, dann wird gerne vergessen, dass die also immer in Zusammenhang stehen mit, nicht immer, aber ganz oft mit botschaftsähnlichen Sprechinhalten. Okay. Ja, und oft kriege ich auch die Frage zu hören, ne, was soll denn das? Ne, können die nicht was Sinnvolles machen? Warum lassen die da Dinge durch die Gegend fliegen? Ne, das ist vielleicht auch mal so dieser Anspruch, dass Spiritualität dann immer irgendwie, da muss immer was ganz Hochgeistiges passieren. Ich finde aber ne, alleine sozusagen, wie wir da ja unser vermeintlich sicheres Weltbild um die Ohren gehauen bekommen, ist eine hochspirituelle Angelegenheit. Und wer zu Seancen geht und diese Erlebnisse hat, kann tief beeindruckt sein davon, dass da eben ein Tambourin rumfliegt oder er im Dunkeln an der Schulter berührt wird, obwohl hinter ihm die Wand ist. Ne, das ist, wirkt zwar einerseits sehr spielerisch und ist oft auch eine sehr heitere Energie, aber es hat natürlich auch eine sehr tiefe Bedeutung. Ja, was aber auf der einen Seite auch ganz gut ist, so finde ich das zumindest, dass man sieht, wir sind also nicht mit unserer Schulweisheit schon am Ende angelangt und wir wissen alles über dieses Universum, was zu wissen gibt, sondern wir, glaube ich, stehen wir ziemlich am Anfang. Ja, am Anfang hieß ja, man wüsste, wie weit der Weg ist. Ne? Aber auf jeden Fall, ich finde, wir haben schon noch ein gutes Stückchen geschafft. Ne? Also vieles. Ja. Also ich schätze schon die Wissenschaft sehr mit ihren Errungenschaften, aber ihre Überheblichkeit schätze ich nicht. Ja, also das ist ja das Interessante dabei, dass die Wissenschaft immer auf der einen Seite diese Phänomene irgendwie ja, gerne beiseite drückt, weil sie doch nicht so ganz greifbar sind oder messbar sind, aber und dann sie gar nicht mehr untersuchen will. Und das sind ja ganz wenige. Und finde ich es auch so toll, dass Eckart und ein paar andere hier tatsächlich sich hier auch ihren, ja, sage ich mal, nicht so aus ihrem Ruf machen, in Anführungsstrichen, und er sagt, nee, ich wage mich an diese Dinge ran. Ich würde nicht sagen, dass die Wissenschaft die Sachen unterdrückt, weil sie nicht greifbar oder messbar sind, weil man sieht ja die, also subjektiv erfahrbar sowieso, jeder kann zu einer Seance gehen und auch messbar ein gutes Stück und das macht ja auch die Parapsychologie seit langer Zeit. Das Problem ist, dass die Phänomene nicht ins Weltbild passen, deshalb will man damit nichts zu tun haben. Okay.
Ja, haben wir noch ein Weltbildwandel vor uns, nicht? Ein Paradigmenwechsel. Na, das hoffen wir doch mal. Ja. Ja. Was sind denn die nächsten Schritte bei euch? Aus Experimentensicht. Ja, also das Voranbringen der möglichst sinnvollen und zugänglichen Verarbeitung all des Materials, das wir mittlerweile zusammengetragen haben. Und dann würden wir eigentlich gerne mit den visuellen Möglichkeiten, die der Eckart reingebracht hat, uns auch gerne das Ektoplasma nochmal an sich ganz speziell betrachten und versuchen da auch nochmal ein bisschen tiefer zu tauchen. Denn im Bereich Materialisation und unabhängige Krafteinwirkungen im Raum ist uns das fantastisch gelungen. Wenn uns das beim Ektoplasma dann auch nochmal gelingt, dann haben wir am Ende dann drei schöne Kernbereiche, um die sich die Filmchen drehen werden. Genau. Und ich denke, Was wenn man man bei bei dir mir auch ist, dann sehen kann. kleineren Ideen, ne, wo man noch feintunen kann, wie jetzt diese Leuchtkrawatte, ne, an Kai und so weiter. Also das, so ein Detail kann man natürlich auch mal noch viel machen. Es gibt ja auch ein interessantes Video von dir, Kai, wo eben zum Schluss der Seance auch, glaube ich, bei Licht, bei vollem Licht, bei dir eben aus verschiedenen Körperöffnungen eben diese Kristallsteine rausfallen, oder? Gibt es auch Bilder? Eckart, hast du da zufällig ein Bild? Weil viele Menschen wissen gar nicht, was da zum Schluss Nee, da passiert. habe ich jetzt nichts. Das haben wir jetzt auch bei unserem Experiment noch nicht so im Fokus gehabt, weil ich denke, das ist eigentlich schon ganz gut auch gefilmt. Da gibt es ja auch auf YouTube einiges, glaube ich, an Aufnahmen, Also das Kai. finden wir dann auch, ja, genau. Vielleicht Ja. auch verlinken dann, wenn du das unter deinem Vortrag Also das ist da praktisch dann hast. eine Art, sage ich mal, Zusammenfassung dieser Seancenenergie, die sie dann irgendwie in verdichtete zu Materialisierungen. Wir so Also müssen es verstehen. es gibt ganz viel Wertschätzung der den spirituellen Bemühungen der Gäste gegenüber. Und die Seance wird immer genutzt, dass mindestens eine oder zwei, auch manchmal sogar drei Personen ein Geschenk bekommen von den Okay. Spirits, oft mit seiner kleinen persönlichen Botschaft. Und auf dem Wege dahin gibt es alle möglichen Dynamiken, wo entweder an so ein persönliches Geschenk angehängt, nochmal so eine ganze Welle von materialisierten ja, Steinen und kristallähnlichen Objekten sich hervormaterialisieren, und zwar über die sogenannten Körperportale am Medium. Also die Materie ist eine Illusion, der Körper ist eine Illusion und wird auf dieser Ebene von den Spirits spontan gebraucht, so dass beispielsweise sich an den Augäpfeln aus der Augenhöhle heraus ja eine ganze viele Objekte hervormaterialisieren. Das ist also, haben wir ganz hervorragend auch abfilmen können. Das ist ein spannendes Phänomen und es ist so an der Grenze, ne, die Augen sind die Fenster zum Seelischen, genau an diesem Fenster, genau an diesem Übergang zum Geistigen, treten da diese Materialisationen dann auf. Und das hat was besonders Faszinierendes, wenn aus diesem hochsensitiven Organ Auge diese ganzen scharf geschliffenen Steine da en masse hervortreten. Ja, da kann Die sind ich ja die nicht mal klein, da kommen ganz schön Brocken raus. ja mal so, mal so. Also da kann ich die Zuschauer auch nur auffordern, bei uns auf Kai Mügges TV Beyond auf YouTube sich die Aufnahmen mal anzuschauen. Das ist eine ganz faszinierende Form der Phänomenik. Egal, willst du nicht nur ein Bild zeigen? Nee, oder das haben wir schon gesehen. Nee, also jetzt zu den Augenapporten habe ich jetzt kein Bild. Also sonst. Aber ich Genau, kann also. vielleicht eins zeigen. Soll ich mal gucken, lieber Ecker, lieber Ja, wenn du was Nico? hast. Ja, gut, ich habe auch deinen Bildschirm freigegeben. Du kannst auch, wenn du willst, noch ein paar. Okay, dann lass mich mal ganz schnell gucken, ob ich was finde auf die Schnelle. Aber ich glaube, da könnten wir uns in der Zwischenzeit ja mal kurz unterhalten. Du bist ja hier permanent auch am Datensichern und das Ganze zu verarbeiten. Wie gesagt, da gibt es ja dann irgendwie einen kleinen Story, einen kleinen Film dazu. Wie gesagt, vielleicht können wir es auch bei meinen nächsten Filmen ein paar Sachen davon auch mit
platzieren und dass man das auch dann dokumentatorisch dann für viele Menschen zugänglich macht, das, was hier untersucht worden ist. Ich glaube, das ist ja auch das Wichtigste, dass nicht nur ein paar Eingeweihte hier was sehen können, sondern dass man das einem größeren Publikum zur Verfügung stellt. Ja, das war diesmal auch ein gezielter Ansatz. Ich habe ja bei früheren Arbeiten so eher so diesen klassischen wissenschaftlichen Weg versucht zu verfolgen, in parapsychologischen Journalen was zu veröffentlichen, aber selbst die Parapsychologie ist bei bestimmten Dingen geradezu kaputt, weil was nicht gewünscht ist, wird da auch mit absurden Reviewer-Kommentaren dann abgewiesen. Das ist eine Story für sich, ist wirklich putzig, also mit absolut unwissenschaftlichen Kommentaren. Und letztendlich geht es mir auch einfach darum, Menschen für das Thema zu interessieren. Und deshalb haben wir jetzt so den Weg auch gewählt, dass da jetzt, also der erste Teil über den Tisch ist eine 20-minütige Doku, auch ganz, sage ich mal, gefällig und kurz, ne, jetzt nicht hochwissenschaftlich, sondern dass man einfach einen Eindruck kriegt, auch Szenen so des Prozesses, wie wir da zusammen im Keller da das Ding machen. Also ich denke, es ist so ganz anschaulich, auch so ein Gefühl zu kriegen, was wir da eigentlich machen und dass wir auch oft eine Menge Spaß dabei haben. Und da mal einfach so einen zugänglichen Weg, und um da vielleicht Neugierde zu erwecken, da zu gehen. Und es wird da eben auch einen zweiten Teil geben, ne? Da bin ich gerade am Schneiden, der ist dann im Sommer vielleicht fertig, wird ein bisschen länger, und dann gucken wir mal, wie wir das irgendwo in Nepomuk TV vielleicht auch noch. Genau, ich habe hier noch mehr gefunden von der Ektoplasma-Geschichte hier. Man sieht ja hier also einmal diesen Strom hier, und dann ist auch das Ektoplasma hier schon wesentlich größer, und teilweise gibt es auch da drin irgendwelche Gesichter zu sehen und oder sonstige Sachen, Kai, da kannst du. Und die Werbeeinblendung ist natürlich großartig. Nachts ein Gummibärchen. Ja, genau. Ah, ja. Da wissen wir, wofür ein Gummibärchen, der Nebo sich interessiert. Ich muss sagen, diese KI-Algorithmen, um Werbung zu platzieren, sind einfach großartig. Das auch, ja, genau. Also, wer merkt, die Plasmenprobleme hat, dann sollte er ein Gummibärchen kauen. Ne? Genau. Ja, ja. So, Leute, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier leider. Okay, ist kein Problem, ich verlinke das dann hinterher. Dann ja, unten. Genau, bitte, mach das. Ist ja alles da, wenn jemand sich auf die Suche macht, die Webseite und so weiter. Ja. Also, ist ja alles da, kein Thema. Ja, dann werden wir in einem halben Jahr oder was auch immer das nächste hier mal Gespräch führen, um zu sehen, was ihr noch alles sichtbar gemacht habt oder an der erweiterten Realität. Ja, ich denke, so im Juli müsste der zweite Teil des Videos dann rauskommen. Oh, cool. Ja, super. Ja, dann sage ich einmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, und danke an die Zuseher. Und wenn jemand Fragen hat, dann können sie uns anschreiben, ich gebe sie weiter. Und wenn einer was nicht findet oder Fragen dazu hat, von welchen Themen auch immer, wann man zu Hause mitmachen kann, wann es Termine gibt, was man sich da vorbereiten muss, alle diese Dinge möchten ja Menschen vielleicht wissen. Das kann man alles dann im Nachhinein klären. Egert, Kai, danke, dass ihr dabei wart, und danke, liebe Zuschauer. Wir sagen danke, lieber Nebo.